prinzipiell geht es um einen 17-jährigen Jungen, der an relativ starken Angstattacken leidet und sich dann in virtuelle und fiktionale Welten flüchtet, um dem sozusagen zu entkommen. Und in einem Sexcamp-Chat im Internet lernt er einen 26-Jährigen kennen, der ihn fasziniert und mit dem es dann auch immer so zufällige Begegnungen auch in der vermeintlichen, nennen wir es mal so, Realität gibt. Aber es ist sozusagen erst, wenn dann seine emotionale Bezugsperson, sein Großvater stirbt, wagt er dann so diesen Schritt raus, um sich mit dem zu treffen, und dann beginnt so eine Nacht, wo wir uns gemeinsam mit dieser Figur verlieren und im Herzen eigentlich dann sozusagen da ankommen, wo auch die Ursache für die Angststörung liegt. This is different. Why is it different? I don't know. This is real. It was real before, wasn't it? Warum wolltest du einen Film über Angststörungen machen? Ganz einfach, weil ich damit zu tun hatte in meinen 20ern, die sehr stark davon geprägt waren. Und das für mich auch irgendwie eine Art und Weise war, mich mit dem Thema auf einer künstlerischen Ebene zu beschäftigen und damit ein bisschen Distanz eigentlich so. Alles okay? Ja, ja, ist nur der Kreislauf. Ein Screening hatten wir, also die Uraufführung am Max Urfels Filmfestival, und da gab es ja schon sehr viel Resonanz von Besuchern, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, und ja, das bestärkt dann auch irgendwie, dass es irgendwie ein wichtiges Thema ist, über das überhaupt Mental Health Issues, also psychologische Erkrankungen, das einfach viel zu wenig thematisiert wird noch oder teilweise tabuisiert wird. Mhm. Ich habe als Beschreibung für den Film, ich glaube, es ist ein Begriff, den du auch verwendet hast, Neverland ist ein Post-Gay Coming-of-Age-Film. Was bedeutet der Begriff Post-Gay für dich? Für mich bedeutet der Begriff, dass es quasi um Charaktere geht, und in dem Fall konkret um einen schwulen Jungen, dass sozusagen die Sexualität nicht problematisiert wird, wie man das zum Beispiel aus dem Coming-out-Genre kennt. Das zweifelsohne ein wichtiges Genre ist, weil es noch immer Thema ist, Homophobie. Aber ich wollte sozusagen eine Geschichte erzählen, wo ein schwuler Junge quasi, also wo das nicht der zentrale Konflikt ist, mit dem er zu tun hat. Ja. Simon, schön, dass du auch da bist. Ja, danke. Und du bist ja eben dieser... Steig jetzt mal ins Gespräch. Ja, steig mal ein, ich hol dich rein. Du bist ja der Hauptdarsteller. Also die zentrale, du spielst die zentrale Figur in Neverland. Wie ist es dir mit dieser Figur? Es ist ja deine allererste Rolle überhaupt, also nicht nur Kinorolle, sondern überhaupt das allererste Mal vor der Kamera. Wie ist es dir mit der Figur gegangen? Ich habe ganz am Anfang gelernt, man darf den Charakter nicht beurteilen. Und ja, ich bin sehr neugierig gewesen, so was das für ein Typ ist, einfach weil gewisse Parallelen sind schon da, wo ich erst später drauf gekommen bin. Zum Beispiel, als ich zum Casting gegangen bin, wusste ich überhaupt nicht, um was es geht. Ich hatte nie mit Panikattacken zu tun, bin jetzt auch nicht schwul. Und ganz anderes Milieu irgendwie, in dem ich aufgewachsen bin. Aber es war einfach spannend, den Jakob kennenzulernen. Also du hast sehr viele intime Szenen gehabt, du hast aber auch sehr viele Szenen gehabt, weil es gibt ja in Neverland so sehr viele Art Traumsequenzen, wo du dann auch ganz alleine in einer verlassenen Großraumdisco stehst. Wie ist dir mit solchen Szenen gegangen, wo du einfach komplett allein bist? Naja, man ist ja beim Drehen nie alleine so, aber kalt war es, kalt und nass und... Ja, geschenkt haben wir den Simon nichts, also das muss man schon sagen. Also, ja, so ein hart verdienter Preis. Ja, es war vom Drehtag ein, also der erste Drehtag war ja schon der Keller von der Otterkringer Brauerei, dann gleich mal mit diesem Gel eingeschmiert. Glycerin. Ja, das ist Glycerin. Mhm.
zweiter Drehtag war dann gleich im Schweineschlachthof und es ist halt dann wirklich so dahin gegangen. Hat es denn eigentlich auch, weil der Film Neverland hat ja auch einen sehr interessanten Soundtrack, sehr elektronisch, sehr technolastig. War das dann, hast du das dann auch gehört beim Spielen, so zur Einstimmung oder hast du trocken? Nein, aber das war Teil meines, also der Recherchearbeit eigentlich. Was? Die Grelle Forelle. Also eigentlich die Meat-Market-Partys, ja, im Speziellen. Ja, das war echt so eine ganz neue Welt. Ich bin da gleich abgetaucht auf der Tanzfläche. Es hat mir echt viel gegeben, gibt mir noch immer viel, einfach zum Kopf freikriegen, alles raustanzen. Ich finde, dass die Techno-Kultur irgendwie hat so ganz eigene Stimmung irgendwie, weil es zumindest bei diesen Meat-Market-Partys eben vom Gerald ist nicht familiär ist. Also es ist so, wie der Simon gesagt hat, man tanzt zwar für sich, aber man tanzt gemeinsam für sich. Also es ist so eine sehr, sehr, sehr interessante Atmosphäre, wo man sich, glaube ich, auch sehr schnell wohlfühlt und wo man so aufeinander schaut ein bisschen. Weil lustigerweise im ersten Entwurf waren die Clubszene kein Techno-Club, sondern war das so klassisch eigentlich so, nennen wir es mal Pop-Trash. Und gerade die letzten 3 Jahre war das für mich irgendwie so ein wichtiger Teil, glaube ich, ja, mich mit meiner eigenen Angst auseinanderzusetzen, weil Techno eh nicht körperliche Musik ist. Klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe das Gefühl, dass es schon so ein bisschen eine therapeutische Qualität gehabt hat, sie sozusagen dann mal in dem Moment und in diesem geschützten Rahmen versuchen loszulassen und im Körper zu sein. Weil das ist ja eigentlich, glaube ich, was man meistens gerade bei Panikattacken und Angstattacken wieder lernen muss, sozusagen dem Körper zu vertrauen und der Körper wieder zum eigenen Feind. Und da war zumindest für mich persönlich Techno schon ein integraler Bestandteil, irgendwie so in einem sicheren Rahmen das wieder ein bisschen zu erforschen, also wieder zurück in den Körper und zurück ins Jetzt irgendwie zu kommen. Ich würde an der Stelle wieder kurz zu dir kommen, Gregor, und zu ein bisschen einen Sprung zurück in die Vergangenheit, ein bisschen weg von Neverland, weil du warst natürlich schon sehr auffällig, auch als jüngerer Filmemacher mit Kurzfilmen, mit 2 Kurzfilmen, The Boy Next Door und Homophobia. Kann man bei deinen Filmen, die du bis jetzt gemacht hast, sagen, da ist schon eine thematische rote Linie, geht da durch? Es ist immer die Angst und es ist natürlich immer, ich nenne es mal eine schwule Perspektive, ganz einfach, weil es halt meine Lebensrealität ist. Und das für mich schon eine gewisse Verantwortung, die auch abzubilden. Zum Beispiel auch dieses Thema Postgame, wir haben gestern wieder darüber gesprochen. Es kommt langsam mehr, vor allem auch in amerikanischen Serien, aber eben schwule oder lesbische oder Transpersonen in einer, unter Anführungszeichen, Normalität abzubilden, ohne dass es sozusagen dann die eigene Identität immer das Problem ist, gab es ja bis vor einigen Jahren kaum. Also gibt es ja einzelne Ausnahmen. Es kommt jetzt mehr, Gott sei Dank, und ist auch wichtig, weil ich hätte mir das damals schon gewünscht, so in meinem Coming-out-Prozess dann zu sehen, okay, die leben genauso wie der andere, die haben genauso Probleme wie der andere. Und dann ein paar spezifische noch dazu vielleicht. Also ich mache mir da gar nicht so die großen Gedanken, ob das strategisch sinnvoll ist oder nicht, weil wenn ich das Gefühl habe, das ist eine Geschichte, die erzählt werden muss und die kann auf die Art und Weise erzählt werden, warum nicht? Ich muss jetzt einen kleinen Exkurs machen zu anderen Projekten von dir. Zum Beispiel ein Online-Projekt, da weiß ich nicht, wie aktuell das noch ist oder schon, aber es klingt so interessant, dass ich es ansprechen muss. Es nennt sich Sex God Project und du hast doch schon mal auf der Donauinsel einen TEDx-Talk dazu gehalten. Worum geht's da? Na, das war eigentlich für mich so eigentlich ein bisschen ein Selbstexperiment, damals in Blogform, über eben dieses Phänomen Pornografie und welchen Stellenwert das in unserem Leben hat und welchen Einfluss eigentlich auf unser Sexualleben hat.
Und daraus ist dann, ja, es ist so ein bisschen Verständnis entstanden, wie stark uns Pornografie eigentlich schon in Erwartungen und Verhalten eigentlich prägt, ohne es vielleicht so bewusst wahrzunehmen. Und für mich war es dann so eine Möglichkeit, darüber zu reflektieren. Und die Prämisse war eigentlich sozusagen, 120 Tage komplett auf Pornografie zu verzichten. Genau, also das war so die Geschichte. Und apropos Porno, aktuelleres Projekt. Du hast letztes Jahr ein neues Filmfestival in Wien mitbegründet. Was ist das? Das ist das Pornfilmfestival. jetzt können wir natürlich sagen, warum macht er Pornfilmfestival, wenn er gar keine Pornos mehr schauen will? Berechtigte Frage. Ist ja sehr einfach beantwortet, weil natürlich beim Sex God Project geht es eigentlich so um diesen Einfluss von der Mainstream-Pornografie. Und wie man es dann dachte, dass wir schon der Meinung sind, dass es wichtig ist, einen öffentlichen Raum zu schaffen, wo man eben über dieses Phänomen Pornografie sie austauschen kann, reflektieren kann, weil es einfach so allgegenwärtig ist und es eh fast jeder schaut, und kann er drüber redet. Also so, weil es immer irrsinnig schambehaftet ist, das Thema einfach. Und zum anderen natürlich, dass man künstlerische Arbeiten zeigt, die sozusagen sie vom Mainstream eigentlich ein bisschen wegbewegt und sagt, okay, es gibt auch noch andere sexuelle Identitäten, es gibt andere sexuelle Orientierungen, es gibt andere Körpernormen, die man einfach in einem Mainstream-Porno nie zu Gesicht bekommt, weil es halt immer ein bisschen was auf Steroiden ist eigentlich so. Wie waren die Reaktionen auf die erste Ausgabe vom Pornfilmfestival? Ne, das erste Mal war es natürlich spannend, eh klar. So, also was ist das? Es war im ersten Jahr gab es zum Beispiel keine Förderungen, was für mich auch verständlich ist, weil natürlich Pornfilmfestival, also ich glaube, wenn man dann genau ausführt, wie es ausschauen kann und was ist und was dann schlussendlich ist, kann das vielleicht da in eine Richtung kippen, die man vielleicht nicht will, aber ich glaube, wir haben bewiesen, dass wir da sehr differenziert gearbeitet haben und haben dementsprechend dann auch viel Resonanz gekriegt. Es hat für Interesse gesorgt und es war sehr erfolgreich mit 4000 Besuchern fürs erste Jahr. Ja. Und du hast eh immer Projekte, aber gibt es da noch Drehbücher, die in der Lade schlummern? Ja, ich hab letztes Jahr mal so ein Treatment entwickelt für ein potenzielles Nachfolgeprojekt. Also jetzt keine Fortsetzung im klassischen Sinne, aber die thematisch ein bisschen anknüpft. Und da bin ich jetzt gerade nur dabei, die richtige Form dafür zu finden. Dann bin ich mit meinen Fragen eigentlich soweit durch. Und ja, vielen Dank, dass ihr es beide hergeschafft habt, so knapp vor der Diagonale im Megastress. Danke für die Einladung. Danke, danke euch.